Ich persönlich glaube, dass die EU-Förderungen sehr wichtig sind für Universitäten, einfach weil sonst viele Projekte nicht umsetzbar wären. Und eben auch für mich als Studentin ist es wichtig, dass wir zukünftig auch weiterhin an Projekten arbeiten dürfen und die Möglichkeit bekommen, unser Potenzial auch zu zeigen. Also ich vermute, dass die EU-Förderung ein sehr wichtig war für das Projekt Dragon, weil es sonst nicht umsetzbar gewesen wäre. Im Projekt Dragon geht es darum, Tunnelausbruchsmaterial weiterzuverwenden und dass es eben nicht als Abfall auf einer Deponie landet. Das Material könnte weiterverwendet werden, beispielsweise als Schüttmaterial, Straßenschotter, Gesteinskörnungen für Betonprüfkörper. Diese Sachen sind aber alle noch zu analysieren. Es ist abhängig von der Mineralogie, von der chemischen Zusammensetzung, von physikalischen Eigenschaften, die eben auch alle analysiert werden sollen im Zuge des Projektes Dragon. Also es werden verschiedene Analysen durchgeführt, mineralogisch, chemisch, physikalisch, um dann eben festzustellen, ob das Material eben geeignet ist, ob es eine bestimmte Härte aufweist, wie die Elemente gebunden sind, ob sie irgendwie lösbar sind, genau, und ob es dann eben wirklich sich als Straßenschotter oder Schüttmaterial eignet. Ich glaube, dass es gesamt im Industriemineralbereich, Rohstoffaufbereitung in der Baustoffindustrie, dass das überall eine sehr große Rolle spielen kann. Okay, also für mich ist es ein nachhaltiges, ein zukunftsorientiertes, ein ressourceneffizientes und interdisziplinäres Projekt, da ich eben auch, ich persönlich Rohstoffgeologie studiere und zusammen mit Tunnelbauern und der zusammenarbeiten darf. Ich habe bisher schon sehr viel gelernt und ich hoffe auch weiterhin noch sehr viel zu lernen und auch weiterhin daran arbeiten zu dürfen. Ich persönlich werde auch meine Diplomarbeit nicht über das Dragon-Projekt direkt, aber über diese Analysen, mineralogischen und chemischen Analysen schreiben und hoffe doch sehr, da auch zukünftig weiterarbeiten zu können. Geplant ist, einen Prototyp zu installieren. Ich persönlich werde auch eben, wie gesagt, wie eben erwähnt, meine Diplomarbeit beim Zentrum am Berg in Eisenerz verfassen, wo es eben darum geht, diesen Prototyp zu planen, umzusetzen. Genau. Das Zentrum am Berg ist ein Tunnelforschungszentrum, bei dem es darum gehen soll, Einsatzkräfte zu schulen, Bedingungen nachzustellen von Unfällen, was eben alles im Tunnel auftreten kann. Dort wird es auch eine Versuchsanlage geben, eben Prototyp Dragon, wo es dann darum geht, das Tunnelausbruchsmaterial zu analysieren und dann zu schauen, wie kann man das weiterverwenden. Wir befinden uns hier in der Klimakammer der Langzeitanlage der Montanuniversität Leoben, Fachbereich Geotechnik und Tunnelbau. Unser Ziel dieser Anlagen ist es, das Langzeitverhalten von Materialien zu erkunden. Wenn wir also beispielsweise neuartige Materialien wie Tunnelausbruch in die Verwertung bringen wollen, dann müssen wir auch danach trachten, die Langzeitstabilität sicherzustellen. Und das machen wir zum Teil hier. Unter ganz unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Wir können hier von minus 15 bis plus 80 Grad gehen, was natürlich im Gebirge, beispielsweise dem Brenner Basistunnel, Gebirgstemperaturen bis zu 60 Grad Celsius von hohem Interesse ist. Die gesamte Finanzierung dieser Anlagen erfolgte durch eine Kofinanzierung der Europäischen Kommission. Gleich wie das EU-Projekt Dragon, das wir durchgeführt haben, wie bringe ich Tunnelausbruchmaterial in die industrielle Verwertung, auch hier großteils die Finanzierung durch die Europäische Gemeinschaft. Das Ziel von Dragon war, eine Praxis, die wir in Europa zurzeit leben, zu ändern, nämlich das Tunnelausbruchmaterial in die Deponie zu führen. Wir sagen, Tunnelausbruchmaterial ist Primärrohstoff und daher muss es in die industrielle Verwertung oder zumindest in die bauliche Verwertung gehen. Das war unser Hauptziel. Dagegen spricht leider die rechtliche Lage nach wie vor. Technisch würde ich sagen, ist das durchaus heute machbar. Wir werden das auch mit einem Prototypen am Zentrum am Berg, unserem In-Situ-Forschungszentrum, zeigen. Der Mehrwert lässt sich leicht in Euros ausdrücken. Sie brauchen keinen mineralischen Rohstoff neu abzubauen und dann auf die Baustelle führen. Sie haben den mineralischen Rohstoff ja schon auf der Baustelle. Sie müssen ihn nur jetzt entsprechend aufbereiten und weiterverwerten. Ich möchte nur noch ergänzen, großes Ziel war natürlich, dieses Material, den Primärrohstoff, auch in die industrielle Verwertung zu bekommen und nicht nur auf der Baustelle zu verwerten.
Zielsetzung bei Dragon ist es, das Tunnelausbruchmaterial ganz an der Ortsbrust, ganz vorne also, dort wo wir den Tunnel graben, zu analysieren. Das machen wir heute nicht. Heute nehmen wir Proben an der Ortsbrust, fahren damit hinaus in ein Labor, wird also analysiert oder in Labors in der, Umgebung versendet. Und wir müssen dann warten, bis diese Ergebnisse von diesen Labors zurückkommen auf die Baustelle, um reagieren zu können. Bei Dragon ist es nun so, dass wir Online-Analysen etabliert haben, die ganz vorne an der Ortsbrust stattfinden, sodass, wenn das Material dann bei der Tunnelwand sozusagen rauskommt, wir unmittelbar wissen, um welches Material handelt es sich. Es wird dadurch schneller und kann dadurch viel besser verwertet werden, weil wir praktisch Just-in-Time-Ergebnisse haben. Das Problem ist ja, wenn Sie immer auf Laborergebnisse warten müssen, dann brauchen Sie Zwischenlager. Und das Zwischenlager kostet Geld und braucht enorm viel Platz. Wenn Sie beispielsweise eine Woche lang auf Ihre Ergebnisse warten müssen, brauchen Sie eine Woche lang ein Zwischenlager. Und das können wir mit dieser Technologie abstellen und sofort das sehr gut Brauchbare vom nicht gut Brauchbaren trennen. Persönlich bedeutet es für mich eine Sicherung der Ressourcen für die nächste Generation. Wir können nicht so weiter tun, dass wir Rohstoffe verbrauchen auf der einen Seite und sozusagen wertvolles Material in die Deponien schütten. Das ist meiner Meinung nach ein Landverbrauch, aber auch eine Produktion von CO2, die nicht sein müsste. Wir könnten massiv CO2 einsparen durch diese Prozedur und damit ist es ein Lebensziel. Bis ich aufhöre zu arbeiten, muss das in allen europäischen Ländern Standard sein. Es waren 7 Projektpartner eingebunden aus ganz verschiedenen Disziplinen. Es war ein Maschinenhersteller, es waren aber auch Chemiker an Bord, es waren Tunnelbauer an Bord. Also es war das Rundumpaket, das wir auf einer Baustelle brauchen. Nein, die waren aus verschiedenen Ländern. Die Projektbeteiligung kam aus Deutschland vom Maschinenbau und von der Chemie vor allem, aber auch aus Frankreich, aus der Schweiz kamen sehr gute Inputs. England hatten wir an Bord, weil bei uns in Österreich CO2-Bilanzen in diesem Sektor überhaupt noch nicht etabliert sind, in England aber schon. Ja, so haben wir ein schönes internationales Paket gehabt. Die Finanzierung war großteils von der Europäischen Union, das ist so. Ohne diese Unterstützung der Europäischen Union wäre das nicht schaffbar gewesen, weil die Investitionen alleine schon für die Prototypen in den, im Labor waren um die 700.000 Euro. Das wäre durch Betriebe für Forschung nicht aufwendbar. Also ohne Europäische Kommission kein Dragon-Projekt. Am Standort Leoben sind die EU-Forschungen von enormer Bedeutung, weil alles, was sehr neu ist und sehr in die Zukunft weisend ist, ohne EU-Mittel nicht gestemmt werden kann, weil die Firmen, die wir hier als Beteiligung zwar haben, diese Fördermittel nicht aufbringen könnten. Es ist leider noch ein kleiner Teil, der EU gefördert ist, verglichen zum Gesamtkuchen, aber wir sind auf steigendem Ast. Wir befinden uns jetzt am Zentrum am Berg, einem In-Situ-Forschungs- und Entwicklungszentrum, aber auch einem Ausbildungs- und Trainingszentrum für Einsatzorganisationen. Hier geht es darum, alles das, was im Labor einmal erforscht worden ist, wirklich in-Situ-Bedingungen dann zu probieren, zu entwickeln, weil im Tunnelbau kann man nur im 1:1 Skalierungsmodell weiter forschen. Ein gutes Beispiel ist das Dragon-Projekt, wo wir ja vorhaben, hier einen 1:1 Prototypen aufzustellen und das Ausbruchmaterial, das aus dem Tunnel kommt, wirklich so wie wir es in Dragon geplant hatten, nun im 1:1 Maßstab zu versuchen. Wir sind guter Dinge, dass das funktionieren wird. Wir werden hier jedenfalls eine solche Anlage aufstellen. Mit dem Ausbruchmaterial werden wir hier eine konkrete Verwertung haben, nämlich den Aufbau eines Straßendamms, weil wir diese Fläche, wo wir hier stehen, massiv erweitern wollen, um Parkmöglichkeiten zu schaffen. Und man sieht ja, dieses Zentrum befindet sich in einer Bergbaugegend. Hier werden ja wirklich mineralische Rohstoffe produziert. Warum sollte also ein Tunnelausbruchmaterial nicht mineralischer Rohstoff sein? Hier geht das Material, das also einen hohen genug Eisengehalt hat, dann ins Labor der VA Erzberg, die hier den Bergbau betreibt und wir werden sehen, ob sich das als Eisen auch eignet. Das Ausbruchmaterial kann hier mit Sicherheit auch für andere Zwecke verwendet werden. Wir befinden uns ja in einem Bergbauareal.
Der Bergbau hier produziert die Rohstoffe für die Eisenproduktion. Warum sollte also ein Material, das hier aus dem Tunnel kommt, nicht gleich geeignet sein wie das restliche Material aus dem Bergbau? Aus meiner Sicht eine perfekte Anlage, um zu zeigen, dass Ausbruchmaterial auch für die Industrie verwertet werden kann.